die gibt mir Silber und hin und wieder Goldmünzen. Die ist einfach nur zum Geldmachen da. Man braucht sie aber nicht, weil die spuckt auch viel zu selten Geld aus. Und das, was sie ausspuckt, das lohnt sich meistens nicht. Und was haben wir denn da? Gargantuas. Meine guten Freunde der Unterhaltungsmusik. Ja, und meine schlimmsten Feinde, vor allem, weil ich die besten Pflanzen dagegen noch nicht habe. Das wäre nämlich hier was. Naja, muss ich sie sonst halt irgendwo aufhalten, und das geht am besten mit dem gleichen Setup, das ich vorhin auch schon wieder dabei hatte. Könnte zwar auf Dauer langweilig werden damit, aber das funktioniert mit dem am besten. Und jetzt, wo ich Gargantuas vor mir habe, will ich auf jeden Fall einen Haufen Zeug dagegen dabei haben. Unsere normalen Abwehrpflanzen helfen dann nicht mehr allzu viel dagegen. Da bräuchte ich schon schwerere Geschütze. Die habe ich noch nicht. Weil mir fehlt dafür noch das dritte Katapult. Die ersten zwei Katapulte haben wir ja hier schon. Kohlapult und Kornapult. Das dritte Katapult bekommen wir direkt nach diesem Level. Weil ich das habe, bin ich wieder glücklich. Ah, wir haben zwei Wellen. Ich will trotzdem eine zweite Reihe Sonnenblumen, wenn wir Gargantuas hier haben. Ist mir sonst zu riskant. Hinterher.
das ist das Gemeine an Gargantua. Man kann sie nicht einfach so wegsprengen. Gut, man kann es schon, aber man benötigt zwei Sachen, die einen Zombie normalerweise instant töten, um einen Gargantua zu töten. Das Gemeine ist, wenn er unter die Hälfte seiner Lebenspunkte fällt, dann wirft er den kleinen Wicht, den er auf seiner Schulter hat, direkt mitten in meine Pflanzen rein und der wütet da erstmal ein bisschen durch, bis der kaputt geht. Man muss also schauen, dass wenn man ihn kaputt macht, dass man ihn entweder mit den normalen Pflanzen schon weit genug vorschwächt, dass man ihn danach gezielt mit einer Bombe oder einem Jalapeno ausschaltet. Oder dass man einfach zwei auf einmal zündet. Ich hatte jetzt nebenbei noch das Glück, dass er gerade noch von der Butter betäubt war. Dadurch konnte ich noch ein bisschen Selbsttoleranz rausschlagen. Jungs, wir brauchen mehr Butter. Ja, genau so. Lass sie nicht dazu kommen, dass sie irgendwas machen können. So, eine Welle haben wir noch. Wie viele Agenturen sind dabei? Ich sehe das jetzt rein. Das Melonapult. Denn es gibt nichts über ein paar tolle Melonen. Die Dinger sind zwar wahnsinnig teuer, aber der Preis lohnt sich dreimal. Ich würde den doppelten Preis bezahlen für die Dinger. Und ich, also wenn sie doppelt so viel kosten würden, ich würde die Dinger immer noch kaufen. Die Dinger sind einfach zu gut. Apropos. Nicht genug Kohle für einen 9. Samenplatz. Das ist nur ganz, ganz knapp. So. Immer bei so viel Metall, der, was hier da kommt, wird sich ja schon fast ein Magnetpilz lohnen. Aber auch nur fast. Ich brauche... Und dann nehmen wir die lieber mit. Wobei, ich mach's mal ohne Kartoffelminen. Das wird schon irgendwie gehen. Und da gibt's doch noch diesen kleinen Trick. Wir haben. Ach, Moment, da war er doch. Wir können doch einen Rechen kaufen. Ja, ja, der PDF. Schön, dass du auch wieder was gesagt hast. So, und dann können wir noch die Kirschbombe mitnehmen. Ich weiß gar nicht, ob ich den Rechen schon mal gezeigt habe, aber der erscheint immer dort, wo der erste Zombie kommt. Der tritt drauf und ja, verreckt am Rechen. Und wie man an einem Rechen sterben kann, das seht ihr gleich. Spätestens, wenn der erste Zombie kommt. Da kommt er auch schon. Unser Rechenversuchsobjekt Nummer 1. So einfach geht's.
drei Wellen haben, auf jeden Fall mit zwei reinen Sonnenblumen spielen. So einen normalen Zombie, den free-hitten sie. Oh, ein tolles Versuchsobjekt für einen Meluna-Pult. Ein Eimer-Zombie. Seht ihr mal, also ihr wisst ja ungefähr, wie lange die mal gebraucht haben, bis die normalerweise kaputt gingen. Könnt ihr mal sehen, wie schnell das geht, wenn ein Meluna-Pult damit drauf schießt. Da ist der Eimer schon weg und weg ist er. Stehen. Damit steht eigentlich auch schon die ganze Verteidigung. Es gibt trotz allem immer noch eine Pflanze, die besser ist als ein Meluna-Pult. Dafür lohnt sich das jetzt übrigens. Da spare ich nämlich 150 Sonnen. Nicht den Kirschbaum, ich hätte auch noch Jalapeno nehmen können. Aber auf die Schnelle bin ich jetzt nur auf den Kirschbaum gekommen. Ich will es nicht haben, dass irgendwie so ein blöder Bungee-Zombie in Meluna-Pult wegkommt. Oder irgendwas anderes da würde ich mitnehmen, aber kein Meluna-Pult. Reihe zu pflanzen. Ich meine, wozu haben wir zwei Reihen Sonnenblumen? Wir müssen immer noch zwei Wellen aushalten. Ja.
Das sollte jetzt eigentlich nicht mehr wirklich durchkommen. Irgendwie schade, dass das hier schon das letzte richtige, also das letzte reguläre Level ist. Mit dem Melona-Pult hätte ich immer gerne ein bisschen mehr Spaß. Aber gut, es gibt ja danach noch ein paar weitere Spielmodi. Vor allem den Überlebensmodus, wo man von dem Melona-Pult mehr als genug kriegt. Hat er sich von selbst erledigt.